In diesem YouTube-Video reden wir heute über giftige Pflanzen für Katzen, denn wer kennt es nicht, wir dekorieren unheimlich gerne unsere Wohnung, um es wohnlicher zu machen, und dazu gehören auch Pflanzen. Aber die wichtigste Frage ist, welche Pflanzen sind giftig für meine Katzen? Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und habe einige Zimmerpflanzen rausgesucht, die wir wirklich sehr gerne in unserer Wohnung haben, weil die super schön aussehen, aber leider hochgiftig für die Katzen sind. Und dazu zählt zum Beispiel die Avocado-Pflanze, die Prachtlilie, die Wüstenrosen, aber halt auch leider die normalen Lilien, genauso wie die Tulpen. Ich weiß, Tulpen sind so schön, aber leider hochgiftig für die Tiere. Genau wie die Zimmeraralie, wer kennt sie nicht? Sie sieht so schön aus. Genau wie die Flamingoblumen, die bekannte Yucca-Palme und jetzt vor allem zur Weihnachtszeit der Weihnachtsstern. Aber zu den giftigen Pflanzen gehören leider auch die Birkenfeigen, die Korallenbäumchen und der Bogenhanf. Also wer sich eine Katze holen möchte, sollte wirklich darauf achten, dass er diese Pflanzen nicht in den Räumlichkeiten hat, wo sich die Katze frei bewegen kann, auch wenn die Pflanzen wirklich sehr schön sind. Jetzt möchtest du natürlich wissen, welche Symptome auftreten, wenn deine Katze sich damit vergiftet hat. Die Symptome sind tatsächlich von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich. Ich habe aber ein paar Symptome aufgezählt, die du wirklich problemlos erkennen kannst, wenn deine Katze sich vergiftet hat. Und das sind zum Beispiel Anzeichen wie Erbrechen, Durchfall, Atemnot, Krämpfe, Lähmungserscheinungen oder vermehrter Speichelfluss. Sollte der Verdacht aufkommen, dass deine Katze sich wirklich vergiftet hat, dann solltest du ganz dringend einen Tierarzt aufsuchen, denn im besten Fall bist du einmal zu viel beim Tierarzt und er kann im schlimmsten Fall noch helfen, als wenn du einmal zu spät gegangen bist und man deinem Tier leider nicht mehr helfen kann. Aber warum knabbern Katzen überhaupt gerne an Pflanzen? Das ist eine sehr gute Frage und hat tatsächlich verschiedene Gründe. Meistens passiert es aus Langeweile oder der Neugier, weil ihr wisst ja, Katzen sind unheimlich neugierig. Aber ausgewählte ungiftige Pflanzen helfen den Tieren tatsächlich auch die Haarbälle leichter auszuwürgen. Und die Katzen knabbern auch übrigens sehr gerne an Pflanzen, weil sie das Bedürfnis nach Ballaststoffen haben, die ihnen bei der Verdauung oder der Magenreinigung helfen. Ich habe aber natürlich auch eine gute Nachricht für dich. Nur weil du Katzen hast, musst du nicht komplett auf Zimmerpflanzen verzichten, denn es gibt wirklich eine Handvoll Pflanzen, die überhaupt nicht giftig für deine Tiere sind. Ich habe dir natürlich auch hier welche aufgezählt, die du dir problemlos holen kannst, wenn du Katzen hast. Aber jedoch habe ich dir nicht alle aufgezählt. Ich würde an deiner Stelle immer mal nachfragen, ob die giftig für die Tiere sind oder nicht. Und wenn dir da keiner eine Auskunft geben kann, würde ich immer im Internet nachgucken. Zu den ungiftigen Pflanzen gehört nämlich zum Beispiel die Kokospalme, die wunderschöne Bergpalme oder die Korbmarante. Aber auch die Pilea, die Bananenpflanze und der Zwergpfeffer gehören zu den ungiftigen Pflanzen, wo du dir gar keine Sorgen machen brauchst. Und wie gesagt, es gibt noch eine Handvoll anderer Pflanzen, aber da würde ich mich immer vorher informieren, ob die wirklich ungiftig für deine Tiere sind. Und wenn du deinen Katzen was super Gutes tun möchtest, dann kannst du dir auch Futterpflanzen für die Katzen besorgen. Dazu zählt nämlich das Katzengras, die Katzenminze und Baldrian. Das kannst du problemlos als Ergänzung zum sonstigen Katzenfutter geben, was übrigens sehr wichtig für deine Stubentiger ist, denn es ist super für die Magenreinigung und Förderung der Verdauung. Und du brauchst dir gar keine Sorgen zu machen, wie viel du dem Tier davon geben kannst. Das wissen deine Stubentiger tatsächlich selber, wie viel sie davon vertragen. Das war's jetzt tatsächlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es war sehr hilfreich. Du kannst mir gerne Feedback hinterlassen und dem Video einen Daumen nach oben geben. Und bis zum nächsten Mal.